Also das Motiv hat mich eigentlich begeistert, aus verschiedenen Gründen. Erstens mal ist ja schon eine ziemlich fast exakte quadratische Struktur. Und mit dieser schwarzen Einfassung, mit den Randbegrenzungen, die wie so eine Verzahnung oder wie bei einer Briefmarke, die Zähnung, das lässt sich eigentlich ideal in ein Bild verarbeiten. Und was ganz hervorragend also für mich war diese magische Fläche unten, die. Da habe ich genau gewusst, wenn ich die jetzt in verschiedene Gelbstrukturen verwandle, dann hat die eine völlig eigenartige Ausstrahlung, also die man also nicht begründen kann. Und dann dazu oben diese eigentlich sehr schönen Formen, die eigentlich mit so einer geistförmigen Abteilung auch eigentlich das Zentrum hat. Und es war eigentlich eine ziemlich mühelose Geschichte, da was Gutes draus zu machen, und auch das Ergebnis ist völlig überraschend und schön geworden. Also ich bin ganz begeistert, muss ich sagen. Ja, also mir gefällt das Bild auch sehr gut. Es ist wirklich hochaktuell. Also es ist wirklich eine Arbeit, die im Moment aktuell bei uns läuft. Wir entwickeln hier sehr stromsparende Funkempfänger. Und weil wir vorhin bei der Namensgebung waren, der Chip heißt Dune und soll ja auch im Laufe des Jahres so auf den Markt sogar kommen. Der Name stammt daher, dass die Grundidee, die ich vor ja, ungefähr 10 Jahren hatte, beim Gassigehen mit meinem Hund entstanden ist. Und dann haben wir den Chip zu Ehren der Hündin Dune jetzt so genannt. Wunderbar. Ist schön, die Auflösung gefällt mir.